Willkommen zurück zu Minecraft Bedrock Redstone Mechanics. Ja, da bin ich wieder und wie ihr seht, ich bin nicht auf meiner gewöhnlichen Vorstellwelt. Das hier ist meine Redstone-Welt, da wo ich ganze Menge Sachen baue und die euch dann möglicherweise zeige. Wir haben hier zum Beispiel eine 3x3-Tür, die ist vier Blöcke dick. Die habe ich euch nicht gezeigt, weil ich eine kleinere entwickeln wollte. Und die hier sollte euch bekannt sein. Das ist dann die, die ich auch vorgestellt habe. Hier haben wir auch noch ein Sortiersystem und auch noch eine ganze Menge andere Sachen. Zum Beispiel hier die Flugmaschine. Die hat nicht so ganz funktioniert, wie ich wollte. Ich wollte es auch für die Fahrstühle nutzen. Hat nicht so ganz geklappt. Deshalb habe ich es nicht genutzt. Was haben wir noch so? Also wir haben hier eine ganze Menge. Da hinten sind auch die ganzen Farmen, die ich euch schon gezeigt habe. Und hier haben wir auch einen automatischen Brauchstand und so. Wenn ihr ein Tutorial dazu wollt, dann schreibt das mal in die Kommentare. Jedenfalls sind wir hier für das hier. Das ist in etwa der Aufzug, den ich euch gezeigt habe. Das ist ein etwas älteres Modell. Keine Ahnung, warum ich hier glasierten Ton genutzt habe. Jedenfalls ist es ziemlich ähnlich dazu. Hier habe ich nochmal ein größeres gebaut, das hat auch nicht so gut funktioniert. Und hier ist das, was ich euch zeigen will. Und ihr seht schon die eine Tür hier, die steht offen. Das ist eines der Probleme, die ich noch lösen muss. Also die sind noch lange nicht fertig. Das sind zwei Fahrstühle, wie ihr sehen könnt. Einen den und den. Ich habe das so gemacht, dass ein Fahrstuhl oben ist immer und ein Fahrstuhl unten. Und dann haben wir hier die Ruffunktion, also auf den Knopf. Wenn man da drauf drückt, dann kommen beide Fahrstühle hier hin, bleiben stehen und fahren dann wieder weiter in die unterschiedlichen Richtungen. Dann kann man sich aussuchen, welche man möchte. Und ihr seht, es gibt immer noch ein paar Probleme wie die offenstehende Tür. Das kann man aber recht leicht fixen. Man muss einmal die Erde nach hinten packen. Ich würde euch sagen, ich zeige es euch einfach. Also wenn wir hier den Knopf drücken, dann passiert Folgendes. Erstmal wird nur dieses eine Redstone hier aktiviert. Das deaktiviert dann hier diese beiden Fackeln. Und aktiviert hier diesen Kolben. Diese Fackel, die gehört zu einem System. Das System entscheidet dann, welche von diesen beiden Stoppern hier, also dieser Honigstopper oder dieser Honigstopper, dann aktiviert wird. Und das ist so ein bisschen Logikgatter und so. Also wenn hier die Fackel ausgeht, dann geht dieses Redstone auch aus. Der Block ist ja unten, also diesen Block nutzt man, um zu zeigen, wo halt der Fahrstuhl ist. Wenn wir hier mal runtergehen, also wenn der Fahrstuhl hier unten ist, ist hier der Block. Und das aktiviert dann hier den Kolben. Das heißt, der Kolben wäre oben. Und das kann man hier auf der anderen Seite auch gut sehen. Hier ist der Fahrstuhl unten und da ist der Block oben. Das heißt erstmal hier würde es ausgehen, die Fackel würde angehen. Dieser klebrige Kolben mit dem Honigblöcken dran würde angehen. Würde das ganze System hier angehen und das sorgt einfach dafür, dass hier der klebrige Kolben mit den Honigblöcken dran ausfährt, bis der Fahrstuhl runterkommt. Wenn der Fahrstuhl unten ist, wird hier der Beobachter aktiviert. Dadurch wird kurzzeitig hier diese Sperre aufgelöst und dadurch kann sich hier bei dem Komparator hier das ganze System mit diesem Kondensator hier wieder auflösen, also dann würde es zurückgezogen werden. Anschließend würde hier ein Signal ausgegeben werden und das hier ist unser Datenhighway, sag ich mal. Der sorgt dann einfach dafür, dass der Fasche wieder losfährt. Dann würde er einfach hier nach unten fahren. Und genauso funktioniert es auf der anderen Seite, nur andersrum. Ja? Und ich habe das auch versucht, möglichst modular zu bauen.
Das heißt, ich habe hier einfach vier Stockwerke genommen. Ihr könntet entweder dieses dritte oder vierte Stockwerk nehmen und einfach unendlich mal in die Höhe bauen. Also, nein, nicht unendlich bis zur Bauhöhe halt. Aber ihr könntet das praktisch unendlich weiterführen. Und bis bei der bisherigen Bauhöhe sind das, glaube ich, 21 Stockwerke. Und glaubt mir, das funktioniert. Ich habe es nicht ausgetestet, aber es funktioniert. So, also wir waren hier, das Redstone, das haben wir ja schon besprochen. Jetzt kommt hier der Kolben. Der schiebt den Beobachter nach vorne, der aktiviert den Block. Dann gibt es hier einen Verstärker und das verteilt sich hier über die ganze Leiste. Und das aktiviert einfach wieder hier den Datenhighway, der dann dafür sorgt, dass die Fahrstühle losfahren. Ich würde sagen, ich zeige es euch jetzt einfach mal. Also stellt euch mal vor, wir wären hier auf dieser Etage hier. Ja, das ist dieselbe Etage, man könnte das alles zubauen. Ich lasse es erstmal offen, damit man noch recht gut alles erkennen kann und Fehler lösen kann. Also drücken wir mal drauf. Und dann seht ihr, der Fahrstuhl rechts oben, der fährt runter und der Fahrstuhl links unten fährt hoch. Der Fahrstuhl ist schon da. Jetzt konnte man einsteigen, jetzt fährt er los. Jetzt auf der linken Seite fährt er auch wieder los. Und dann ist der rechte Fahrstuhl unten und der linke Fahrstuhl oben. Jetzt können wir es nochmal andersrum machen und das funktioniert auch noch. Also der rechte Fahrstuhl fährt wieder hoch, der linke Fahrstuhl fährt runter, der linke Fahrstuhl ist da. Und der rechte Fahrstuhl ist da, der linke Fahrstuhl fährt los und der rechte fährt auch los. Und genau da konntet ihr sehen, die Tür ist offen geblieben, beziehungsweise kurz zugegangen, aufgegangen. Ich weiß sogar, woran das liegt. Ich weiß nur nicht ganz, wie ich das lösen soll. Also ich versuche es euch zu erklären. Wir haben hier den Beobachter und wir haben hier diesen einen Kolben. Dieser Kolben hat nur die Aufgabe, hier diesen Beobachter zu aktivieren. Ihr seht auch, dieser Kolben ist an den Datenhighway angeschlossen. Also wenn man den Knopf drückt, dann wird das ja auch aktiviert, dann fährt der Fahrstuhl los. Und zwar, wenn dieser Kolben hier den Beobachter da aktiviert, dann wird dieser Kolben den unteren Teil der Flying Machine einmal runterdrücken und wieder hochziehen, das ist ja ein klebriger Kolben. Und das passiert so schnell, dass der Beobachter hier das nur als eine Sache ansieht, also nur als eine Blockänderung. Deshalb wird hier das nur einmal deaktiviert und das Item da drinne wechselt nur einmal. Also wir nehmen hier mal die Erde wieder raus und setzen das System zurück. Das ist natürlich doof, ich weiß noch nicht ganz, wie ich das machen kann. Aber jedenfalls ist das der Fahrstuhl und ich würde sagen, wir fahren einfach mal damit. Also wir stellen uns hier hin, drücken den Knopf. Dann können wir gucken und warten. Da ist er schon, können wir einsteigen. Dann geht die Tür auch wieder zu und wir fahren einfach runter. Da ist die zweite Etage. Und hier sind wir an der untersten angekommen. Hier haben wir auch einen Knopf. Ich würde sagen, fahren wir mal wieder hoch. Wir steigen aber diesmal vorher aus. Und zwar hier. Oh, ich habe es nicht hingekriegt. Moment. Steigen wir hier wieder aus. Okay, ich krieg's nicht hin. Ja, es gibt noch ein bisschen was zu tun. Deshalb weiß ich nicht, ob ich nächste Woche schon mal ein Tutorial dazu machen kann. Muss ich gucken. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.